Hallo und herzlich willkommen zurück im Startgebiet der Menschen. Und wir müssen noch ins Magierviertel und in die Altstadt. Ja, wo fangen wir denn da an? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen ja sowieso erstmal sehen, dass wir da irgendwie jetzt heil und unbeschadet hinkommen. Weil ich mich ja so bombfortionös hier auskenne. Da lang. Da lang, dann da. Dankeschön für die Heilung, die ich hier nicht brauche, hoffe ich jedenfalls. Ja. Halt, ich muss hier irgendwo abbiegen. Hier geht's rein. Uiuiui. Die lassen mich hier ganz schön wetzen, ey, muss ich mal sagen. Oh. Oh. Floyd, ich sehe das Fragezeichen schon. Kann sich nur um Stunden handeln. So, hier so durch. Dann rechts um die Kurve entdeckt Altstadt. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. So, und wo soll das jetzt hier sein? Hier drinne vielleicht. Hier liegt ein Apfel. Fehlt nur das Schneewittchen dazu. Ist das hier? Osric, hi. Ihr sucht doch etwas. Was ist das? Ich führe nur die besten Ausrüstungen, geprüft und echt. Die Preise stehen fest. Wenn ihr also falschen wollt, sucht euch einen Goblin. Ihr seid gereist, ja? Seid ihr an irgendwelchen interessanten Orten gewesen? Oh, nö, eigentlich noch nicht so wirklich. Ich muss ja dauernd hin und her rennen hier. Ah, eine Notiz von Schmied Argus. Es überrascht mich gar nicht, dass er mehr Ausrüstung braucht. Heutzutage gibt es so viele neue Rekruten. Ich danke euch, Floyd. Hier habt ihr etwas Geld für eure Reisespesen. Ja, danke schön. Reicht gerade für den Rückflug. Dunga Trinkfest. Floyd, ich habe alles, worum Argus gebeten hat, in diese Kiste gepackt. Würdet ihr ihm sie bringen? Sie ihm bringen. Wenn ihr bereits mit Bartlett in Goldhain gesprochen habt, dann könnt ihr einen Greif zurück zu ihm nehmen. Dunga Trinkfest ist unser Greifenmeister drüben im Handelsdistrikt. Sprecht mit Dunga, dann bringt diese Kiste auf dem schnellsten Weg zu Argus. Ich möchte nicht, dass unsere kämpfenden Männer und Frauen in Goldhain ohne neue Ausrüstung sind. Man sieht sich. Nee, das wollen wir ja nicht. Aber immerhin schickt der mich jetzt schon mal wieder zurück. Aber wir müssen noch zum Magierviertel, den ganzen Weg wieder zurück. Ich das geahnt hätte, wären wir jetzt erst zum Magierviertel gegangen. Aber hey, na ja, ne, Floyd? Jeder Gang macht schlank und so, ne? Du verstehst. Ja, kein Problem. Ich schöpfe mich hier so durch Sturmwind durch. Wir schaffen das schon, ja. Wir schaffen das. Gut, wenn du das sagst, dann gehen wir zufällig gerade völlig falsch, Floyd. Wo rennst du denn hin? Ja, tut mir leid. Ich hatte gerade mein Navi einstecken, weißt du? Ich hatte es gerade weggepackt. Ich war mir sicher, es geht da lang. Aber na gut, dann gehen wir eben hier lang. Dann lass du mal deine Karte jetzt so ein bisschen auf, ne? Und dann brauche ich mein Navi jetzt nicht mehr rausholen. Ach, Floyd, ey. Du bist mehr vielleicht ein Mensch, kennst dich in deiner eigenen Hauptstadt nicht aus. Ja, das ist aber auch verdammt groß hier und so viele Kanäle und sieht alles gleich aus. Und irgendwie ist die Beschilderung hier echt verdammt mies, das will ich dir mal sagen, ne? Naja, wir kommen schon hin. Im Notfall halten wir hier mal irgendwo. Guck mal, hier stehen doch die Stadtwachen rum. Da können wir da mal anhalten und nach dem Weg fragen. Aber vorher rennen wir erst noch so ein bisschen gegen Khadgar. Ja, der macht sich aber auch ganz schön breit hier. Muss man ja mal sagen. Nee, ja. Was so ein richtiger Khadgar ist, der kann schon mal eine ganze Straße einnehmen. Alter, steht denn hier so ein Dicker? So, aber du, ich glaube, wir sind gleich da. Ich glaube, du kannst die Karte ausmachen. Na gut, mein Freund, dann mache ich mal die Karte aus. Das Fragezeichen ist ja jetzt da oben auch zu sehen. Müssen wir nur hinkommen. Ich kann hier durch alle durchrennen. Nur durch Khadgar nicht. Khadgar ist stabil. So, muss ich jetzt hier rein? Das sieht
Eigentlich sieht's gut aus vom Fragezeichen her, aber ja, eigentlich auch wieder nicht. Ah, nee. Wo geht denn das jetzt hier rein? Ach, Floyd. Floyd, du bist jetzt gleich einmal hier um das ganze Ding rumgelaufen. Was ist denn jetzt der scheiß Eingang? Oh, Hallöchen, Eichhörnchen. Guck mal, hier geht's auch rein. Vielleicht müssen wir hier rein. Guck mal, hier liegt schon wieder ein Schneewittchenapfel. Floyd, waren wir hier eben nicht schon mal? Nö, hier sind wir richtig. Oh Gott, ey. Seid ihr hier, um Kleidung zu kaufen? Nee, ich hab hier Nähkästchen und so, weißt du? Oh, verflucht. Ich dachte, wenn ich mein Nähzeug vergesse, muss ich heute nicht arbeiten. Ich schätze, jetzt muss ich den Larsens beim Nähen helfen. Naja, ich denke, das Vergnügen muss wohl noch etwas warten. Ja, Thurman. Wie jetzt? Dankeschön, Floyd, dass du mir mein Nähkästchen gebracht hast. Fenster. Echt. So, Floyd, lass uns irgendwie hier zum Greifen, Meister. Wo sind wir denn jetzt hier? Floyd, Vorsicht. Das ist eine Sackgasse. Oh Gott. Verdammt, ey. Ich hasse Sturmwind. Echt. Nein. Das ist doch wieder eine Sackgasse. Wie komme ich denn hier raus? Oh Gott, ey. Himmel, hilf. Tu irgendeiner was. Rette mich aus diesem Kaff. Ach nee, ey. Muss ich jetzt hier runter? Da geht's nur rein. Oh Gott, 3 Stunden später. Oh. Floyd, hier, rechts abbiegen. Ja, ist ja gut. Ich mach ja schon. Ah. So, da Handelsdistrikt. Floyd, diesmal nehmen wir die Brücke. Du musst nicht mit deinen Gummistiefeln hier durch den Fluss. Wäre aber kein Problem gewesen für mich. Ja, aber du musst ja nicht immer extra die Füße nass machen, ne? Wenn du nasse Socken hast, das gibt Fußpilz. Weißt du, ne? Was? Ih, Fußpilz. Daran sind schon Leute gestorben. Ja. Fußpilz ist eklig. Ekelisch und ansteckend. Leute, ich glaube, hier sind wir wieder falsch. Hier kommen wir nicht durch. Mann, das ist aber auch verwinkelt hier, ey. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Katka, du stehst auch nur doof da rum. Hättest mir doch mal sagen können, dass ich hier abbiegen muss. Mann. Und dann hier hinten. Greifenhorst, guck mal, da ist sogar ein Schild. Ja, Mann, ey, aber ich habe doch meine Brille nicht auf. Auf die Entfernung hätte ich das doch nicht lesen können, verdammte Axt. Das ist aber auch eine Rennerei hier. Mann. So, Greifenhorst. Na also, mein Gutster. Mein Gutster. Das haben wir es doch geschafft, hä? Jawohl, hier. Oh, ich will weg hier. Der hat auch so eine Was kann coole ich für euch Brille tun? auf. Wohin des Weges, Bursche? Wohin ihr auch wollt, für ein paar Münzen bringen euch meine Greifen in Windeseile dahin. Ist das Schweiß auf eurer Stirn, mein Herr? Ihr habt euch beim Laufen zu sehr verausgabt. Nehmt nächstes Mal einen Greifen. Sehr witzig, du kannst mich mal schlecken. Eine Kiste für Goldhain, eh? Seid ihr schon mal in Goldhain gewesen? Falls ja, ist das kein Problem. Ich habe viele Greifen ausgebildet, damit sie diese Route fliegen können. Rückkehr zu Argus. Der Name des Greifenmeisters in Goldhain ist Bartlett. Wenn ihr bereits mit ihm gesprochen habt, könnt ihr auf einem meiner Greife zu ihm fliegen. Vergesst nicht, Greifen sind so ausgebildet, dass sie jederzeit in ihre Hauptstadt fliegen können, bringen euch aber nur zu anderen Greifenmeistern, wenn ihr dort schon einmal wart. Ihr habt euch schon einmal mit Bartlett unterhalten, daher sprecht mich einfach erneut an, wenn ihr einen Greifen nach Goldhain fliegen wollt. Sobald ihr da seid, könnt ihr Osricks Kiste zu Schmied Argus bringen. Hör mal, wie oft soll ich dich denn anquatschen? Ich quatsch dich doch gerade an. Das Licht segne Na, jetzt euch. quatsch ich dich Das Licht wieder sei mit an. euch. Super, jetzt bring mich da, bring mich da. Bring Seid mich hier weg. vorsichtig. Ich schnauze voll hier von Sturmwind. Ja, tale Helden, ey. Wenn man hier durchgefunden hat, dann ist man wahrlich ein Held.
Floyd, ne? Ja, ich schaffe das schon noch, ne? Ich werde dann auch irgendwann Held von Sturmwind, weil ich dadurch gerannt bin, ohne mich zu verlaufen. Ja, irgendwann, wenn mein Bart grau ist und meine Haare mir bis zum Arsch wachsen, dann habe ich das auch geschafft. Ja, Floyd, aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin. Und in der Zwischenzeit werden wir hier in Guldhain und so, ne? Werden wir die Quest abgeben, wenn wir jetzt hier den Kerl finden. Da ist er, Argus. Hurra. Hallo. Es tut mir leid, ich bin gerade mit Hufeisen für Ferner Gutmark in Seeheim beschäftigt. Nö, du bist jetzt damit beschäftigt, meine Quest hier anzunehmen. Ihr seid zurück aus Sturmwind. Hat Osric die Rüstung geschickt? Jawohl, hier, nimm hin den Schmodder. Ja, da freust du dich, ne? Wunderbar, ihr habt die Rüstung gebracht. Wir werden sie sofort unter denen verteilen, die sie brauchen. Vielen Dank, Floyd. Ihr wart uns wirklich eine große Hilfe. Und jetzt, da ihr euch ein wenig mit den Greifen vertraut gemacht habt, hoffe ich, dass ihr öfter kommt und Goldhain unterstützt. Ja, kann ja machen, aber ich fliege nicht mehr nach Sturmwind. Schönen Tag auch. Ja, schönen Tag auch. So, okay, haben wir das geklärt? Was sollten wir denn jetzt hier alles machen? Ach so, hier die Kerzen und so ein Zeug besorgen und die Minen und Goldstaub und den ganzen Schnodder. Ach, hier war es Mondfest. Ach, nö, Floyd, ne? Oder willst du zum Mondfest? Ach, nee, du. Nee, echt nicht. Da mit ihren ganzen Münzen und diesem Kram da, mit dem Kinkerlitzchen-Kram. Ach, nee, du, da kann ich nicht so viel anfangen. Gut, Floyd, dann kein Mondfest, dann gehen wir da Kerzen suchen. Was? Kerzen suchen? Bei dir piept's wohl. Bin ich ein Mädchen oder was? Floyd, wir brauchen die Kerzen aber. Sonst kommen wir doch hier nicht weiter. Ach Mann, ey, man muss jetzt schon Scheiß machen. Ja, so ist das halt, ne? Level 5 Paladin, was hast du erwartet? Ich weiß doch auch nicht. Ich hab gedacht, ich könnte da irgendwo in der Kirche sitzen, ne? Und ein bisschen hier Oblaten essen und so ein Zeug. Nee, Floyd, du kannst hier keine Oblaten essen in der Kirche. Wir gehen jetzt Kerzen suchen und Goldstaub. So, guck mal, da ist doch schon ein Eber. Ein Stacheleber. Guck mal, da ist doch schon so ein Tunnelgräber. Der könnte schon mal Goldstaub und eine Kerze haben. Und jetzt gucken wir mal hier mit deinem tollen Richterurteil. Bams, okay, und dann setzt du den hinterher. Okay, dann hau nochmal zu, bitte. Ach, Herr Jiminy. Weißt du, Floyd, so schnell wie du aufsteigst, da wären das hier nur 8 Folgen oder so. Ja Mann, ey, ich kann doch auch nichts dafür. Die haben halt alles viel zu einfach hier gemacht. Da muss man ja nur aufstehen aus dem Klo und dann hat man schon ein Level weiter, ey. Da muss man ja nur einen Pups lassen, dann ist man 80. Ja, Leute, das ist halt für die Leute gedacht, die sich noch nicht so mit WoW auskennen, ne, weißt du? Da sollen die ja Gefallen dran finden. Die sollen da nicht gleich sterben, sondern die sollen aufsteigen. Ja, weißt du. Bisschen zu einfach ist ja nun ein bisschen zu einfach. Guck mal, Floyd, ein Schaf. Ja, meh. So, komm mal her, du Tunnelgräber. Was ist das mit dir? Jawohl. Oh. Einmal Goldstaub. Floyd, musst du mal hier aufs Klo? Nee, muss jetzt nicht aufs Klo. Ich kann mir einen Knoten reinmachen. Ist überhaupt kein Problem. Aber guck mal, da drüben, da sind Quests. Lass uns da mal hingehen. Wer weiß, was die Leute wollen. Es ist bestimmt irgendeine hübsche Maid dabei, die ich anbaggern kann. Floyd, wir baggern hier keine Weiber an. Meine Fresse, echt. Guck mal, es ist eine Mutter und eine Tante. Die willst du doch nicht wirklich, oder? Kann ich euch helfen? Prinzessin muss sterben. Die Brackbruns haben eine preisgekrönte Sau namens Prinzessin. Dass dieses Tier so riesig geworden ist, das kommt nur daher, dass es immer hier herübergeschlichen kommt und mein Gemüse frisst. Zufällig ist die Sau gerade hier. Sie muss sterben. Bringt mir ihr Halsband zum Beweis und ich werde euch für eure Mühen entlohnen. Ihr findet Prinzessin mitten in unserem Wassermelonenbeet. Schnappt sie euch. Ach nee, ehrlich, jetzt muss ich auch noch Schweine jagen. Ey, bei euch piept's doch wohl. Ich wollte ja eigentlich in den Krieg ziehen, ey. Und jetzt noch komischen Sau hinterher rennen. Braucht ihr etwas? Die verlorene Halskette. Ich habe meine Halskette verloren und ich glaube, dieser tut nicht gut. Billy McLure hat sie genommen. Normalerweise treibt er sich immer wie eine kleine Ratte in den Weinbergen der McLures östlich von hier herum. Bringt mir meine Halskette zurück, wenn ihr das Herz einer alten Witwe erfreuen wollt. Ich würde aber lieber das Herz einer jungen Witwe. Naja, ist ja gut.
Ja, Floyd. Super, guck mal, das ist ja hier alles irgendwie in der Nähe. Ist doch nicht schlimm, schaffen wir doch. Guck mal, da ist Prinzessin, Alter. Das ist aber mein dickes Schwein, ey. Das kann ja gar nicht anders sagen. Oh ja, du fette Sau. Guckst jetzt mal hier von meinem Holzhammer einen rein, ey. Jawohl, siehst du? Da war es das schon mit dir. ja, Floyd. Ja, alles wird gut am Ende. Guck mal, da gibt es einen Obstverkäufer. Interessiert mich nicht.